Jo, ich hab's geschafft, das dritte Mal der Erzgebirge. Ich bin jetzt richtig glücklich, dass wir hier sind. Waren schwierige Bedingungen heute, alles schön gelaufen, gut auf den Beinen geblieben. Gutes Gefühl. Los, jetzt! Ja, es war eine super schwierige Rallye und für mich war es am besten, dass es nachmittags dann ein bisschen trockener geworden ist. Da hatten wir nicht ganz so viele Traktionsnachteile, aber die Rallye ist super schwer, vor allem bei den Bedingungen. Und alle Glückwünsche an alle, die erfolgreich hier im Ziel sind. Ja, wir haben uns in der vorletzten Prüfung gedreht, aber das hat nicht so viel Zeit gekostet und deshalb sind wir mit dem Platz auf jeden Fall zufrieden. Für uns eigentlich optimal. Wir haben heute noch einen kleinen Ausritt noch gehabt. Dann haben wir uns vorne noch ein bisschen was beschädigt. Dann haben wir ein bisschen zurückgesteckt und gesagt, okay, passt, soll fahren. Aber im Rundherum eigentlich glücklich, passt alles. Ja, es war eigentlich gigantisch. Wir hatten einen tollen Fight, so mit Ruben Zeltner. Es ging hin und her, die Zeiten so. Und leider hat uns der Platten in Jörnsdorf genau in der Heimstrecke eingebremst, hat circa eine Minute verloren. Sonst wäre mehr drin gewesen. Also, aber trotzdem, tolle Kulisse hier, perfekt. Also die Strecke hat jetzt zunehmend abgetrocknet, aber es waren halt immer noch viele Schotteranteile und sehr viel, sagen wir mal, Plattenwege dabei, die eigentlich für das Auto weniger geeignet sind. Eine Asphaltprüfung ist für das Auto im Trockenen schon besser. Aber wie gesagt, das Hauptproblem ist, die Temperatur ist zu niedrig für die Reifen. Die haben wenig gearbeitet oder gar nicht gearbeitet. Und deshalb war das halt für uns einfach so, wir sind froh, dass es zu Ende ist.